Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Ja, willkommen zum Highlight des Jahres, also für mich, denn ich hatte es ja schon angekündigt, ich wollte es eigentlich an den Weihnachtsfeiertagen rausbringen, das Boxen-Opening, habe es aber irgendwie nicht geschafft. Naja, jetzt haben wir den letzten Tag im Jahr, den 31.12., dann kommt es halt eben heute am letzten Tag dieses Jahres. Ich habe seit über 6 Monaten tatsächlich keine Boxen mehr geöffnet, außer mal Farmtaler und ein paar Freidrehs. Aber ansonsten habe ich keine Boxen geöffnet und es haben sich wahnsinnig viele angesammelt. Welche Boxen wir jetzt nicht öffnen werden, sind die, wo Freidrehs rauskommen können. Die mache ich immer wieder mal auf. Ja, machen wir jetzt hier nicht auf, sonst geht ja alles verloren. Jetzt sagen wir, starten einfach mal direkt rein, machen hier ein paar Boxen auf. Was wir zuletzt aufmachen, ist für mich das Highlight Moos, Penny und EP. Mal sehen, ob ich jetzt heute noch am letzten Tag meine 2 Milliarden knacke. Wer weiß, schauen wir mal. Gucken wir einfach mal rein. Es sind halt alles Boxen aus Ranken, Items, Events. Ja, es sind auch, glaube ich, ein paar Neonstall-Boxen drin von Events. Wie gesagt, ich habe seit über 6 Monaten keine mehr aufgemacht. Da wird jetzt wahrscheinlich einiges rauskommen. So, ich spiele hier jetzt auch gerade wieder über den Klient. Ich hoffe, dass alles klappt. So, bis jetzt kam mir noch nichts so allzu Besonderes raus. Natürlich freue ich mich wieder, mein Lager zu füllen an Werkzeug, Pflanzen, Baumfrüchten und Futter natürlich auch. Ach, herrlich. Hier, über 2000 Äpfel. Sehr schön, sehr schön. Und auch von den anderen. Mein Lager füllt sich, das ist cool. Hier kommen, glaube ich, tatsächlich Bäume raus. Hier mal einmal ein Drillingsbaum, Durian und noch ein Atlasbaum. Das ist schön. Das sind auch Boxen. Also, ich habe ja eh keinen Überblick mehr. Es kommen ja ständig neue dazu. Finde ich nicht schlecht, finde es ja gut. Nur, also Überblick habe ich wirklich gar keinen mehr. Und deswegen weiß ich teilweise nicht mal, kenne ich nicht mal den Namen. Und, boah, wie viele Boni-Boxen waren jetzt das? Ich habe noch so viele ungeöffnete Boni. Ich sag's euch, die müsste ich eigentlich mal hernehmen. Ich habe mittlerweile so viele. Und hier auch nochmal. Oh, 20,1 Millionen EP. Sehr schön. 30, oh, 41 Bananen. 95 Sterne. Ach, geil. Crofts Leckereienbox. Die darf ich nicht aufmachen, weil da kommt ja Dünger. Genau, die mache ich nicht auf. Sonst geht mal der ganze Dünger verloren. 2019 Düngerbox. Was kommt raus? Levelaufstieg, also Barma IP. 46 Millionen. Oh. So, Partytickets, sehr gut. Ich habe ja über 1000 jetzt abgedreht wegen diesen Schneemänner. Habe ich ja jetzt 33 davon. Ich habe so Angst, dass ich die Düngerbox erwische. Ich darf die ja nicht aufmachen, die ist wichtig. So, was haben wir im nächsten? Man sieht schon, im Klient dauert das mit den Boxen tatsächlich 1308 Superdünger. Oh, 322 Susi Superdünger. Hi, der Bimbam, hä? Ah, ich freue mich. 100 Susi Superdünger. Oh, Susi Superdünger ist wirklich wichtig. Auch Superfutter. Superdünger ist natürlich auch sehr gut, aber davon habe ich am meisten. Deswegen sind mir die anderen beiden wichtiger. 61 Farmtaler. Farmtaler sind wirklich verdammt wichtig. Ich weiß, bei mir ist momentan viel wichtig. Ging ja einiges jetzt. Oh, nochmal neue Boxen, okay. 65 Millionen. Wir gehen jetzt natürlich alles, nicht alles im Detail durch, weil sonst geht das Video bis morgen. Das wird hier eh länger gehen. Aber ist das letzte Video im Jahr. Na? So. Party-Tickets. Okay, okay, okay. 27 Ein-Stunden-Coupons. Sehr gut. So, im nächsten Monat werde ich mir wahrscheinlich eh keinen holen. Also im Januar. Ich habe wieder genug, genug Coupons. So, Farmtaler-Boxen sind natürlich jetzt nicht allzu viele, weil ich die zwischendrin mal aufgemacht hatte, damit ich mir die Zonen kaufen kann. Die machen wir auch nicht auf. Feinkostgebäck, 1099 Stück. Schauen wir mal, was da rauskommen kann. Was will ich mit so viel? Aber das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Pinkie Pie Pie.
Auch die gesunde Nascherei, die ich noch nie irgendwie mal hergenommen habe. 430 Sterne, ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. So, Fischbox. Ah, wie viele, wie viele? 1000! So, sehr gut, Erzeugnis ist gut für die Saison. Ging jetzt wieder einiges drauf. Ich habe ja mal wieder teilgenommen seit langem. Fuchsleckereienbox. Ja, das ist jetzt eine kleine Menge. Ich glaube, die kann ich mal kurz aufmachen. Die ist noch von dem Event. So, okay. Füllbox. Da können. Komm, die machen wir jetzt mal auf. Ist zwar fast eine reine EP-Box, aber schauen wir mal, wie viel kommt raus? Ja, okay. Viele Werkzeugkisten, die müsste ich eigentlich auch mal wieder aufmachen. Ist auch schon etwas länger her. Um mein Werkzeuglager aufzufüllen. KAC, sehr gut, 34 Millionen EP. Ah, Goldtierbox, das ist zum Beispiel jetzt von Events. Ja, da kann ja eigentlich nichts Schlechtes rauskommen. Großfarmers Boxen. Ja, einige Rätsel, Ställe und Bäume sind natürlich wieder mit dabei. Das heißt, da kann man mal wieder ein fettes Opening machen. Sehr gut. Boah, in der Menge Gruselpflanzen ist sehr, sehr gut. 68 von diesen hier, das ist spitze. Auch Tiere. Tiere sind ganz wichtig. Da kann man wirklich nie genug von haben. So, das ist jetzt keine besondere Box. Nee, die ist unwichtig. Die ist auch nicht besonders. Die klatschen wir einfach mal durch. Okay, Party-Tickets ist sehr gut. Wusste ich jetzt gar nicht, dass die da drin sind. 105. Gut. Ja. Hier, KAC. Sehr gut. Ich nutze die eh viel zu wenig, die ganzen Handwerksprodukte, eigentlich nur Karotten, Apfelschatten, Zucchini, Apfelkuchen und Frühlingskranz und Ostermarmelade. Ansonsten nutze ich da eigentlich, ja, warum auch immer, nichts. Ding wäre eigentlich immer noch ganz gut, Stollen oder, na, wie heißt, weiße Unschuld. Hat er mehr Effektivität auf Superdünger? Das heißt, dann werden die Pflanzen noch schneller fertig. Sehr gut. Sondertiere, Spitze. Was haben die denn teilweise für Namen, diese Boxen? So, Liebesbox. Schau, ob ein Knutschkarpfen rauskommt. Ja, vier Feenfanten und vier Brautenten. Okay, gut. So, die machen wir später auf. Das ist ja das Highlight für mich. Schauen wir mal, Nikolausbox. Können da nicht Items rauskommen? Eiseta. Ich krieg immer den. Ich habe eine Ranke, das sind nur einmal eins Items, nur mit diesem Item. Sehr schön. Ein wundervolles Item. Eiskultur. Skulptur, nicht Kultur. Skulptur. Auch das hier ist spitze. Ein Elchgehege. Classic Plus Plus. Ich weiß, ich habe die Items und die Stelle habe ich alle schon, aber trotzdem freue ich mich irgendwie. Ist irgendwie cool. So, hier Neonstelle. War auch noch von dem Event da. Die machen wir nicht auf. Wieso springt denn das jetzt mal zurück bei dem Klient? Könnte ich kotzen. Wenn es die ganze Zeit so geht. Oh! Muss das jetzt sein? So, Rätselboxen. Kommen nur Rätselstelle raus, ältere. Ja, sehr gut. So, Obstgarten, Spaßbox. Weil kommt da der Baum raus? Tatsächlich. Sehr gut. Und zwei Ziegelbäume und Rambutan. Zwei Stück. Die nimmt man doch gerne mit. Sonnenbäume kann man eh nie genug von haben. Okay, das war jetzt keine besondere Box. Smaragdbox. Die sieht schick aus. Schauen wir mal. Ja, drei Karotten, Apfelschatten und eine Menge an Dünger. Und Bananen. Heftig, 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 heftig. So. Wieso springt jetzt das jetzt mal zurück? Kriege einen Anfall. So, jetzt sind wir schon bei 10 Minuten, haben wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Boxen geöffnet. So. Das nervt mich jetzt gerade wirklich richtig, dass es jedes Mal zurückspringt. Herrlich. Herrlich, wirklich. Wundervoll. So viele Tiere. Einfach nur geil. So. Füllbox. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Ja, EP sind immer gut.
Ist halt blöd, dass immer wieder Boxen rauskommen bei manchen. Muss man wieder nachöffnen. So. 180 Irrlichter. Oh, ich glaube, ich bin über 6 Monate keine Boxen mehr geöffnet. Das ist eine relativ neue Box, glaube ich. Okay, die ist jetzt nicht so. Nicht so der Burner, meine ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Sternchen 457. Gut, gut. Hier, das ist eine gute Box. Schauen wir mal. Oh, Schneckenstall. Ja, 3 Ahü-Hüte oder wie man den ausspricht. Das ist ja gut. Tierfutterbox 3300. Ah, so. Jetzt dauert es länger, sind mehr Boxen. Na, spart man sich wieder einiges an Pflanzen. Dass man weniger eine Mühle produzieren. So, Tierchenbox, das ist auch eine gute. Oh, 2 Aalbecken. Herrlich. Ein Chinchilla auch. Ah, schön. Kann man nicht anders sagen. Einfach nur schön. Baumfrüchte, Lager freut sich. So, Tiki Tierfutterbox. Auch sehr gut. Tropenfruchtbox, da kommen jetzt gleich nur Baumfrüchte raus. Ah, schön, 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 schön. Nochmal Tierfutterboxen für Barmer. Ja, die brauche ich jetzt nicht. Oh, 9 Superfutter sind noch dabei. Tulpgullenbock, schauen wir mal. Ich hoffe, 10 Stück. 27. Nehmen wir doch auch gerne mit. Sehr schön. 27 Tulpgulden. Verbrauchsgüterboxen. 1805. Mal gucken. Was soll man da noch sagen? Das ist, heftig, oder? Nochmal Karotten, Apfelschutney. So, das ist auch eine gute Box. Das ist einiges an EP, meine ich. Ja, genau. 17,4 Millionen. Ah, oh, Moospenny auch. Jetzt sind wir schon bei 1,8 Milliarden. Moospenny. So, Verbrauchsgüterbox. Die mal auf. Nee, nichts Besonderes. Vogelboxen. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Ja. Da sage ich auch nicht nein zu. Verbrauchsgüterbox. 403 Stück. Sehr schön. Oh, nochmal neue Boxen. Nochmal Nachschub bekommen. So, Vollmondnachtbox. Ja, mein. Boah, fünft. Ja, jetzt bin ich schon. Warte mal. 5200 Boxen. Ja, komm, mach mal auf. In der Menge hat man jetzt, glaube ich, noch keine. Jetzt dauert es länger. Sind halt Pflanzen. Keine allzu große Menge, aber von jedem ein bisschen was. Oh, füllt sich halt das Grusellager. Ist eigentlich auch ganz gut. Dann kann man mal wieder ein paar Questen machen, weil die ist ja so oft, so selten offen. Kann man eigentlich immer schlecht sein Lager richtig füllen. Eine Wassertierbox sehe ich gerade. Habe ich auch noch eine. Alter Schwede, was das für Mengen sind. Das ist einfach Wahnsinn. So, schauen wir mal. Das ist eine richtig gute Box. Wahrscheinlich kriege ich das Schlechteste, was man. Ja, okay, Salamander habe ich einige mittlerweile. Aber auch nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit. So, Werkstatt-Warenbox. Ah, geh doch auf. Hallo? Jetzt muss ich mir eben den Klienten neu starten, weil es nicht funktioniert hat. Ja, sind heute einige paar schöne Sachen dabei. So, ja, manchmal da funktioniert es noch nicht so richtig mit dem Klienten. Aber immerhin besser wie Unity. So, Werkzeugboxen, sind bestimmt ein paar Werkzeuge dabei. Ja, warum jetzt nicht durchschauen? Das ist uninteressant. Nochmal Werkzeugboxen, ne? Ja. Die muss ich auch mal wieder aufmachen. Ein bisschen das Lager füllen. Gib jetzt nicht bitte nochmal einen Geist auf. Hallo.
Bitte. Oh, muss ich jetzt ernsthaft über Flash spielen? So, jetzt war ich leider gezwungen, auf Flash die Boxen zu öffnen. Funktioniert wohl überhaupt nicht, dieses Boxen öffnen über einen Client. Weil halt einfach da nichts passiert. Naja, jetzt machen wir es halt über einen Flash auf. Ist auch nicht schlecht. Leckt zwar ein bisschen. Ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr über einen Flash gespielt. Ich spiele eigentlich wirklich nur noch über den Client. Aber bei sowas funktioniert es wohl noch nicht so richtig. Naja, bis zum 11.01. haben wir ja noch den Flash. Ist auch nicht mehr lange hin. Sind nur noch weniger als 2 Wochen. Und dann ist er weg. Dann ist er weg. So. Winterschmausbox, dauert das jetzt hier auch so lang? Oh, je. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Baumfrüchte. So viele Mühlenprodukte. Was will ich denn mit denen? Mühlenprodukte. Handwerksprodukte meine ich. Ah. Geht hier auch nicht gescheit. Kann man diesen Dinger da nicht ziehen? So. Wussleckereien Bock. Box. Bock. Ja, ein paar Tierchen sind dabei. Da sind auch mal ein paar Zuchttiere dabei. Ja, Zuchttiere nimmt man gerne mit. Ich nehme eigentlich alles gerne mit. Es gibt nichts Schlechtes in den Boxen. Nochmal Zuchttierboxen, 2700 Stück. Mei, mei, mei. Na? 270 Sterne. Jetzt habe ich über 6000 Sterne. Heftig. Heftig, heftig. Ja, seit dem letzten Boxen-Opening 4-mal aufgestiegen. So, jetzt ändern wir. Ändern wir. Jetzt kommen wir langsam dem Ende zu, wollte ich sagen. Ich würde sagen, komm, die machen wir mal auf. Okay. So. Tropen-EP-Box. 39 Millionen. Okay. Was für eine Box machen wir zum Schluss auf? EP-Box. Machen wir die normale. Ja, fast 70 Millionen. Warum nicht? 101 Millionen. Nicht schlecht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen erst die Zweier auf. Wenn ich Pech habe, theoretisch könnte ich aus dieser Box ziemlich wenig rausbekommen, also immer nur die 1000 bekommen. Und bei der könnte ich immer nur einen. Oder gibt es einen Moospenny? Ja, genau. Könnte ich theoretisch 4.155 Moospenny rauskriegen. Das hoffe ich natürlich nicht, denn ich will ja meine 2 Milliarden. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Okay. Jetzt fehlen nur noch 20 Millionen. Weniger 15 Millionen. Ich bin gespannt. Die werden da ja wohl drin sein. Ich würde mal sagen, das waren mehr wie 15 Millionen. Fast 290 Millionen Moospenny. Und das heißt, ich habe mein Ziel für dieses Jahr erfüllt, die 2 Milliarden, ohne jetzt groß irgendwie sowas verkauft zu haben, eigentlich wirklich hauptsächlich durch Events, Wolkenreihen, Boxen habe ich meine Moospenny erwirtschaftet. Ich habe wirklich wenig verkauft, ich habe wenn dann gekauft einiges. Ich würde sagen, ich habe mehr gekauft als verkauft, sagen wir es so. Ja, das war mein Boxen-Opening. Jetzt bin ich wieder bei Null. Naja, bis auf die Düngerbox und die Freidrehboxen. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt wieder 6 Monate lang durchziehen kann, keine Boxen mehr zu öffnen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder den einen oder anderen Monat sparen, damit es halt ein Boxen-Opening gibt. Ob es das nochmal in dem Ausmaß geben wird, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. 6 Monate ist ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr. Mal gucken. Ich habe einiges rausbekommen. Es sieht halt einfach geiler aus, wenn man die auf einmal aufmacht. Diese Mengen. Jetzt habe ich wieder fast 10.000 Susi Superdünger und 18.000 Superdünger. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Na gut, dann würde ich sagen, wünsche ich jedem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß, das Jahr 2020 war
eigentlich das schrecklichste Jahr jetzt so für mich, für mein Alter. Ich habe ja noch nicht viel erlebt, bin ja noch jung. Aber ich hoffe, dass das Jahr 2021 besser wird. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschö mit Ö.